So, 2. Dezember 2021. Wie versprochen zeige ich euch heute, wie wir die Bananenstauden zurückschneiden. Hier läuft der Film allerdings verkehrt rum. So sollte es nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht aussehen. Ist aber ein ganz schöner Effekt und den wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. So sah es nämlich wirklich aus. Ich habe die Bananenstauden mit den wilden, verzausten Blättern habe ich zurückgeschnitten. Hier seht ihr die Stämme. Die sind jetzt ungefähr 50, 60 Zentimeter hoch. Auch dieses kleine Beet mit den Stauden vom Frühjahr habe ich auch zurückgeschnitten. Dieses Jahr habe ich mir etwas anderes überlegt, da letztes Jahr diese Styroporkiste ja doch leider auseinandergegangen ist. Ich werde das hier auch mit Kanickeldraht machen. Dazu kloppe ich hier so ein paar Stöcker in die Erde mit Maschendraht, Kanickeldraht und habe auch schon fleißig Blätter gesammelt. Die werde ich da jetzt drin verteilen. Schön locker. Die habe ich sogar im Wald gesammelt hier. Die sind aber ein bisschen feucht. Ich habe jetzt noch eine andere Stelle entdeckt unter unserem Naturdenkmal. 5 Eichen, die da knapp 6 Meter auseinander stehen, mit einem Umfang von, keine Ahnung, die größte hat glaube ich einen Umfang von 2,5 bis 3 Meter. Wunderbares Eichenlaub, davon habe ich auch noch ein paar Säcke gesammelt. Ja, hier werde ich die Spitzen der Bananenstämme, da wo ich es abgeschnitten habe, weil die noch ausbluten und alles, die werde ich jetzt mit Noppenfolie ein bisschen einpacken, locker. Letztes Jahr habe ich die ja komplett eingepackt, aber die sind ja bei den Minustemperaturen da im Februar sind die ja ziemlich weit runtergefroren. Das ist einfach der Saft, der in den Stämmen ist, der gefriert natürlich bei den Temperaturen. Diesmal mache ich das alles ein bisschen lockerer und vor allen Dingen, ich habe dieses wunderschöne Eichenlaub. Und ich habe hier diese Thermotüte für so eine Europalette da. Da habe ich glaube ich 2 Stück. Hier könnt ihr schön sehen, dieses Eichenlaub, das sieht ganz anders aus. Das ist richtig trocken. Ich bin mal gespannt, wie sich das im nächsten Jahr dann zeigt. So, die Bananenstauden sind gesichert. Jetzt kommt da noch die Tüte drüber. Diese Thermotüte, die muss dann natürlich auch gesichert werden. Wichtig ist, dass die Bananenstauden von oben nicht nass werden, dass da die Feuchtigkeit reinkommt und im Falle von Minustemperaturen dann auch gefriert. Dann haben diese abgeschnittenen Stämme natürlich ein Riesenproblem. Aber so sieht es jetzt aus und es hat heute auch geschneit und wir haben minus 2 Grad gehabt hier und auch dieses kleine Beet mit den Bananenstauden habe ich genauso abgedeckt und ich habe auch noch 2, 3 Säcke von diesem Eichenlaub für die Palmen. Bis dahin, ciao!